So, in der Bundesliga geht's weiter. Und zwar gegen den FSV Mainz 05. Aber davor schauen wir mal da rein, denn es hat sich was in der Tabelle da. In der Europa League, meine ich. Und zwar haben die Griechen Wunder. Das heißt, sie sind Zweiter. Aber nur wegen der besseren Tordifferenz. Und das heißt, den Klang gegen Moskau auch unentschieden, um weiterzukommen. Natürlich, wenn Moskau gewinnt, sind natürlich die Russen weiter. Aber im Grunde interessiert uns das gar nicht, weil wir weiter sind. So, die Mainzer, die spielen. Was haben sie denn da? Hellblau. Nehmen wir mal das da. Oh, mit rosa Streifen. Na ja, gut. Wir müssen damit ja nicht rumlaufen. Und, oh, die Aufstellung ist auch nicht so gut. Du Ruh ist nicht fit. Ja, dann tun wir halt wieder Rajkovic rein. Stärke 78 hat der. Wie viel hat der da? Genauso viel. Na gut. So, auf der Ersatzbank. Wen setzen wir denn da? Ja, das sind die anderen auch nicht fit. Nehmen wir halt, ja, weiß ich nicht. Nehmen wir er mit. Muss er nicht spielen. Auf der linken Seite. Da kann man wieder Carvalho spielen. Der hat im letzten Spiel gar nicht so schlecht gespielt. Der Aussie. Campbell. Der ist auch nicht fit. Aber der muss drin bleiben. Wir haben sonst keinen Stürmer mehr. Katscher. Der ist in Bestform. Den dann mal da rein, ne? Und Tesche, den kann man auf rechts setzen. Gut, passt soweit. So, wir spielen mal wieder daheim gegen die Mainzer. Und wir sind wieder in der Erfolgsspur, gell, muss man sagen. Die letzten zwei Spiele gewonnen. Gegen Bayern und gegen Moskau. Und zwar deutlich. Zimling auf Koch. Müller. Immer noch Müller auf. Ja, das hat er nicht fertig gebracht. Siegmeier. Und Tesche. Lasoga startet. Ja, der erste Probeschuss für Wettklo. Der nächste sitzt aber. Carvalho. Siegmeier. Oh, der, nein, doch nicht. Zeigmund, der folgt uns genau vor Fissi. Das war natürlich eine Sache gewesen. Carvalho. Mascherano, ja, das ist eine Chance. Und der war gar nicht so schlecht. Fatih. Ja, mit einem Ballen, den erwischt aber nicht. Da war er zu langsam. Halt, Rajkovic. Reiß ihn bloß zusammen da hinten. Katscha. Was? Hat er den einfach umgehaut? Koch. Ja, das wird nichts. Zimling.
Okazaki, den verliert er. Und Tesche. Ja, ist ja nicht der Schnellste, aber er kann sich durchsetzen. So, und jetzt gibt es einen für uns. Ja, bumm, geht's mir her. Was war denn das jetzt? Eigentlich wollte ich den Thunderfart den Ball nie werfen, aber irgendwie. Naja, gut. Den holen wir uns schon wieder. So, Okazaki erwischt den. War aber im Abseits. Ja, mehr als deutlich. Van der Vaart. Ja, warum nur nicht? War aber zu ungefährlich. Zumindest schießen wir uns warm, muss man sagen. Und irgendwann wird er schon mal sitzen. Okazaki auf Koch. Ja, Zimling kann sich da den Ball zurückerobern. Aber von dem Torres. Wie genauso. Ja, Bruder, du stehst im Weg. Geh weg. Mascherano. Marcel Jansen. Gibt einen für Hamburg. Die Mainzer stehen ziemlich defensiv, gell? Wir machen da fleißig Fehler. Und die Money waren 11. in der Tabelle, wenn ich das richtig sehen hab. Oder waren 7. Na, 7. sind wir. Die Money waren 11. Wie der Koch. So, und Fatih läuft. Wo ist denn unser Verteidiger? Holdenrenner, Dickmeier. Weil mit dem Westermann hätte ich nicht rübergehen können, weil sonst hätte er bei Donner frei gewinnen. Vorsicht. Ja, das war der erste Torschuss. Daniel Cavallo. Ja, Lars Hogel rennt davor. So, Okazaki am rechten Flügel. Oh, 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 oh. Kollege. Der war voll knapp. War gerade die Riesenchance für die Mainzer zur Führung. Soto. Klingt da japanisch. Okazaki wieder. Den müssen wir mal stoppen, gell? Der ist doch fleißig aktiv vorne. Achso, es gibt gar keine Nachspielzeit. Tja, 0-0 zur Halbzeit. Und die Mainzer waren knapp dran, gell? Mit der Führung. Wir haben bisher nur, ja, war nicht. Ein paar so Probeschüsse abgeben. Aber nichts Großartiges. Und ich darf mal sagen, wechseln darf man noch nicht, weil noch nichts irgendwie fällig ist. Und wir sowieso nicht so viel Qualität haben. So, Torres. Der ist doch selber gefallen, oder? Das war ich doch gar nicht. Lasoga, von dem war bis jetzt auch nicht viel zum Singen. Van der Vaart. Ja, Tesche. Der Pass war ein bisschen unrealistisch, oder? Den hätte er wahrscheinlich nie erwischt.
Mascherano, ja, den habe ich da nicht. Aber die meisten sind eigentlich besser dran. Die hauen den Ball auch gerade da irgendwie durch die Gegend. Dickmeier. Tesche. Ja, das war Foulspiel von Jensen, oder? Was, Jensen? Schugge. Ja, das hat die Folge, dass es gelbe Karten gibt für uns. War man nicht die erste gelbe Karten im laufenden Spiel? Oh, Jensen reißt bloß dann. Scheiße, der war im Strafraum, oder? War der im Strafraum schon, oder? Ich hätte ihn nicht erwischen und noch vorne im Strafraum, aber ja. Den haben wir ganz schön umgesäbelt. Das glaube ich gibt 11 Meter. Ja, so ist er. Pass auf, nach links. Scheiße, doch nicht. Ja, Mainz führt. Per Fallelfmeter, und zwar Soto war's. Ja gut, das haben wir uns irgendwie selber verschuldet. Da waren wir einfach mit Rajkovic einen Tick zu spät dran. Ich hätte echt gemeint, dass ich den noch vor dem Strafraum erwische, aber naja. Ist schief gegangen. Das war Rempler gegen Katscher, das gibt Freischuss für uns. Der 30 Meter, pass auf. Direkt drauf haben ist nicht gut. Jansen. Ah, hat einen erwischt, keiner von uns. Mascherano. Cavallo. Und mit dem Fuß haut er den noch weg. War aber nicht, nicht gut geschossen. Westermann. Ja, den Tesche hätte den Pfosten erwischt. Ide. Jetzt der Konter von den Mainzer. Okazaki. War knapp ist auch. Denn wenn ich umgehauen hätte, hätte schon wieder Meter gegeben. Okazaki wieder. Ja, und auf der anderen Seite wird gewechselt. Es geht Tore sauber. Und dafür kommt Wirtakosten Mali. Oi, das ruckelt wie Sau. Warum denn? Jetzt hat es wieder gebessert. Svensson. Ja, das war nix. Das war aber auch nix. Wir müssen auf unsere Chancen lauern. So, Mali. So, weg ist er. Ja, wir wurschteln uns da irgendwie durchs Mittelfeld durch. Ja, der Typ muss einmal lachen da. Der rennt uns irgendwie neben hier mit. Es gibt Foulspiel. Und es liegt schon wieder einer. Was gibt's noch? Eine Mahnung? Gegen wen? Weiß man nicht so genau. 44, wir haben die Nummer 44. Weiß ich gar nicht. Ach so, wir haben schon wieder einen in Rente geschickt. Das war Nico Müller. Hört das? Der konnte sich das Spiel am Fernseher anschauen.
Oh, das war ein schlechter Pass. Das war natürlich ein schlechter Pass. Ui, da, was haben denn die für Chancen? Aber die sind blöd, dass sie torschießen. Zweimal gegen Pfosten. So deppert kann man doch gar nicht sein. Van der Vaart. Ja, wir sind dabei jetzt, dafür jetzt deppert, dass wir nachspielen. Beziehungsweise, ob ich nachspielen kann. War keiner da. Pass auf, wenn da mal eine. Da sind alle nicht wirklich in Form. Da haben wir den eine, dann haben wir noch. Pass auf, Lahm. Und in der Innenverteidigung. Ja, da haben wir den eine. Schlimmer konnte man werden. Wir liegen eh schon hinten. Tesche, ja, den erwischt er nicht, der Pfeifenkopf. Katscha. Ja gut, Van der Vaart wird abgeblockt. Ja, schaut finster aus für uns. Weil wir irgendwie nicht mehr zum Bringen kommen. Gerade an die Mainzer. Oh, Chance vielleicht noch. Oh, Chance. Wobei wir vielleicht nur Chancen gehabt haben. Ja, wir verlieren es. Gut, 1-0 gegen Mainz verloren. Im Heimspiel. Scheiße. Bloß durch so einen blöden Foul-Elfmeter. Aber so ist Fußball.